Sommer, Sonne, Sonnenschein. Welcome to the Flip-Flop Time. So, heute mal ein Sommerstrauß mit Flip-Flops. Überall Flip-Flops. Auf der Fußmatte. Wir haben eine richtig bunte Szene und das passt jetzt total zu den Sommerferien. Flip-Flops überall. Man sagt ja auch, you hear them before you see them. Du hörst sie, bevor du sie siehst. Ich liebe Flip-Flops. Und dann dachte ich, was passt besser als ein richtig toller Sommerstrauß mit diesen kleinen, hübschen Kerlchen. Und die sind auch sogar in diesem Neoprenmaterial, wie die echten Flip-Flops sind. Also total schön. Und ich mache dir jetzt mal so einen Strauß. So. Und baue diese Flip-Flops ein. Damit es so richtig sommerlich ist, habe ich Sonnenblumen genommen. Sonnenblumen haben manchmal einen schwereren Kopf, als der Stiel halten kann, obwohl die total frisch sind und noch nicht ganz offen. Da hilft dann eigentlich nur Drahten, indem man einen festen Draht nimmt. Man geht ruhig durch den Kopf und der Draht kommt hier unten am Stiel raus. So. Und dann hat man auch eine richtig tolle Festigkeit. Und die Sonnenblume lässt sich im Strauß so stellen, wie man die auch gerne hätte. Weil wenn die da so rumeiert, das ist ziemlich doof. Die andere Alternative, die Sonnenblume zu drahten, ist, das ist ein bisschen einfacher. Man geht von unten und den Kopf rein. So, natürlich nicht so, dass der Draht zum Blütenboden wieder rauskommt und wickelt den Draht um den Stiel rum. Der Draht darf nicht ganz so dünn sein. Ja, also ich würde da ruhig einen 8er oder 9er Draht nehmen im Fachhandel. Die wissen auch, was mit solchen Drähten gemeint ist. Dann haben wir natürlich wieder Sommerblüten, Frauenmantel, Alchemilla habe ich geholt, damit was Schönes, Spielerisches drin ist. Dann habe ich sehr schöne Rosen in einem warmen Farbton. Und damit diese poppigen Flipflops richtig toll hervorstechen, sind die Rosen so ein bisschen dezenter und zarter. Hier ist eine Inka-Lilie für die Mitte, eine Alstromerie. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Fang da mal an zu binden. Mach wieder das Grün, das Bindegrün immer schön ab und binde das natürlich nicht in die Bindestelle. So, ich würde die Sonnenblume als erstes positionieren, die sind ziemlich groß und dann man kann auch die Rosen dann einfach einfügen. Das ist manchmal einfacher. So, also hier ist schon mal so eine schöne Straußbasis mit den Sonnenblumen. Wie gesagt, die Inka-Lilie, die wollte ich gerne mittig setzen. Die ist sehr, sehr hübsch und hält auch ganz toll. Dann ein bisschen Pistazie, einfach so verschiedenes Bindegrün, Pistazie, Efeu, die Rosen in so einem warmen Aprikoton. Und hier setze ich die Rose jetzt mal ein bisschen weiter raus, weil ich möchte ja auch gern meine Flipflops verwenden. So, ich habe im Freundeskreis einen totalen Flipflop-Fan und als ich die auf dem Großmarkt gesehen habe, die musste ich kaufen. Und wenn es nur zum Spaß ist, weil die sind einfach sensationell. Und das Schöne ist, diese Flipflops sind auf einem Holzstäbchen und die kann man dann ganz toll einfach in den Strauß einfügen. Wie eine Blume eigentlich. Lassen sich dadurch natürlich auch sehr schön wiederverwenden. So, hier habe ich noch eine Rose. Die Flipflops gibt es auch in Pink. Auch das ist möglich. Je nachdem, welche Farbvorlieben bestehen. Und dann habe ich wieder als schönes, lässiges, als lässige Umrandung den Frauenmantel, die Alchemilla. Noch gibt es sie, eine wunderschöne Sommerblüte in den Sträußen. Und ich würde auch heute mal, so, jetzt bekommen wir Kundschaft, gleich geht's weiter. Ach, guck mal! Hi! So, ach, ich glaube, wir können noch fertig machen, ganz kurz. Ich würde als Umrandung gar nicht so starre Blätter nehmen heute, ich nehme einfach nur ein bisschen Salal oder auch nimm dein Kirschlorbeer aus dem Garten und so eine ganz lässige Umrandung. Und
dann ist dieser lockere Charakter von dem Strauß auch ganz toll dargestellt. Ja, Flipflops auf Anfrage könnte ich dir auch versenden. Schickt mir eine E-Mail an info@flowerstyle.de. Abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, im Sommer Flipflops zu tragen und überall. Ist einfach cool. Tschüss, eure Margit.